So, 11 Punkte gibt es und die braucht Julius Denn. Punktestand sieht im Moment wie folgt aus. Fabian hat nochmal 10 dazu bekommen. 38-17. Und Spiel Nummer 11 heißt Tischtennismaschine. Könnt ihr Tischtennis spielen? Ja. Ja, wir haben uns da was ganz Tolles für euch. Das ist ja nicht verkehrt. Wir haben uns da was ganz Tolles einfallen lassen. Und zwar eine Tischtennismaschine, die Tischtennisbälle abschießt. Die gibt es natürlich schon. Ihr müsst aber wieder zurückschießen und zwar auf diese Becher, die der Felix gerade auch aufbaut. Also ihr müsst mit Tischtennisbällen, die immer im gleichen Rhythmus, wir gucken uns das gleich auch an, aus der Maschine kommen, die 15 Becher auf der Ablage herunterschlagen. Wer in 60 Sekunden mehr Becher abgeräumt hat, gewinnt einen Durchgang. Bei Gleichstand gewinnt derjenige, der seinen ersten Becher früher abgeräumt hat. Wer als erster 4 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Die Münze entscheidet, wer anfängt und dann immer im Wechsel. Du würdest anfangen, aber bevor, geht nur mal einen Schritt zur Seite, werdet ihr euch jetzt mal angucken können, wie diese Bälle ungefähr kommen. Die bleiben auch, es wird nichts an der Stärke geändert, auch nichts an der Richtung. Guckt euch das einfach mal an. Maschine ab. Nee, hallo. So, dann darf der Julius jetzt aber auch einmal. Ja. Ihr solltet nur gucken. Spin raus. Ja? Top Spin, ja. Einmal für Julius. Also was, darf ich jetzt zurückspielen? Du darfst jetzt einmal schlagen auch. So, das war's. Also 15 Becher haben wir da oben, 60 Sekunden Zeit. So, ich packe die mal ein bisschen in die Mitte rein. Du bist startklar? Ja. Die Zeit läuft, nachdem der Ball erst rausgekommen ist. Also wundere dich nicht, wenn ich sage los und es passiert noch nichts, dann geht auch noch nicht die Zeit los. Und los. Also relativ harmlos die Geschwindigkeit, ja, und Fabian probiert es gleich mit Effe, mit Topspin und sogar ein Treffer auf dem Regal bringt dir was, denn wir haben es gerade gesehen, rechts und links sind dort welche weggeflogen. Und er gibt dort auch richtig schön Druck auf den Ball, 2 auf 1, ab 7 gibt es einen Gürtel, 3 stehen noch da und noch jede Menge Zeit. Also ihr könnt hier wirklich komplett abräumen, 2 sind es noch. Der hat nicht das erste Mal in seinem Leben eine Tischtenniskelle in der Hand. Das sehen wir hier schon. Einer noch. Da fliegen sie richtig. Die ziehen aber richtig runter hinten raus. 20 Sekunden sind es genau jetzt. Also noch jede Menge Zeit hier, diesen einen zu treffen. Ah, weiß gar nicht, ob er da jetzt so viel Druck machen muss oder ob er sich ein bisschen mehr auf das Zielen konzentrieren könnte. Wobei alle bisherigen Treffer geben natürlich seinem Plan hier recht. So, die letzten Sekunden, ganz knapp war das nochmal, auch einer bleibt stehen. Ganz stark, ganz stark. Ich wiederhole die Frage nochmal, hast du schon mal Tischtennis gespielt? Gerne, ja. Ja? Aber... Merkt man gar nicht. Aber nicht regelmäßig. So, die 15 Becher werden... So was kann der 15 auch. Becher werden wieder aufgebaut. Unten eine. 4 Durchgänge muss man. So, Fabian. Aber es geht ja schnell, wie man gesehen hat. Fabian spielt also nicht regelmäßig, also manchmal so. 2-mal am Tag, Julius manchmal 3-mal. Und jetzt kommt Julius. Mit Bällen kann er umgehen, der Beachvolleyball-Olympiasieger. Nur ist der Ball hier ein bisschen kleiner. Jeden Moment geht's los. Gut. So, und wäre gut, wenn Julius ein paar Punkte macht. Und gucken Sie mal hier. Er haut also nicht ganz so gegen. Und im Augenblick ein bisschen tief. Ah, da jetzt mal so einen, gerade knapp getroffen. Das Trefferbild würde fast auf eine Scheune drauf passen im Augenblick. Mal ziemlich tief, was war das für ein Ball gerade? Und gerade als ich ihn so ein bisschen in die Pfanne hauen will, da haut er hier den magischen Ball raus. Weiß gar nicht, wie viel das waren, 5 auf 1 oder so. Unglaublich. Und da stehen noch 3 und jetzt natürlich die Chance. Hier noch 2, ja, und ich weiß nicht genau, wer den ersten hatte. Ich glaube fast Fabian, das werden wir da herauskriegen.
Sorry, dass ich mir das nicht gemerkt hatte. Er braucht jetzt noch einen Treffer. Und da ist er, jetzt vielleicht noch den letzten. Nee, noch mal ganz knapp. Nein, auch nicht. Nein. So, und jetzt müssen wir nachgucken, Elton. Weißt du es noch? Nein, ne? Ich glaube, Fabian war, glaube ich, ein Tick schneller, der erste Ball. Der erste Becher. Julius fängt jetzt überall gleich an, aber wir gucken jetzt erstmal, wer... Oh, Vorsicht, Felix. Ganz ruhig. Jetzt hier nochmal der magische Fünfertreffer. Unglaublich. Also wir genießen erst nochmal ein paar Bilder allgemein. Und ich glaube auch fast, dass Fabian den ersten hat, aber das müssen wir natürlich aufklären. Ja, du hast wir warten. Direkt zweiten deinen ersten Treffer, glaube ich. Ja. Das ist super früh. Ja. Elton wird uns das von der Spielleitung so bestätigt. Die beiden sind sich auch fast einig. Es wird nachgeguckt gerade, also auf den Bildern. Wir spulen zurück, wollen das natürlich ganz genau wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie zu Hause, so wie die beiden und so wie wir auch, das Bauchgefühl haben, genau, dass Fabian den ersten Treffer hatte. Aber ja, da kommt dann schon beim zweiten Ball irgendwie. Und ich glaube, der Kölner Keller ist ein großer LKW bei uns. Der Kölner Keller macht gerade den Sportbootführerschein, habe ich das Gefühl. Ah. So, kriegen wir irgendwas zu sehen oder war das so knapp, dass es so lange dauert? Also wir gucken jetzt gerade nach in der Regie. Und ich sage ja mal so, weil wir ein bisschen Zeit haben, warten wir hier auf die Entscheidung. Es ist schon wieder aufgebaut für die nächste Runde. Also sonst sagt doch die Regie einfach mal rein irgendwas oder der... Oh, haben den Regisseur lange nicht gehört. Redet mit uns oder redet mit Ron. Ja, ihr könnt euch einen aussuchen. Ihr könnt laut reden aus der Regie. Ihr könnt es mir aufs Ohr sagen, ihr könnt es Elton sagen. Mach das doch offen. So. Also Fabian hatte den ersten. Sehr gut. Und Julius hat 3 Sekunden. Also, wow. Fabian gewinnt den ersten Durchgang. Aber Julius fängt jetzt an. So. Alle Becher stehen. Maschine ist startklar. Los. Wie gesagt, der erste dauert ein bisschen länger. Da hinten sehen wir schon die Bälle in diesem Rohr. Also die werden dort unten angesaugt und dann losgeschickt. Und ich bin mir sicher, dass es jeden Moment soweit sein wird, dass ein Ball kommt. Gib's mal stark. Warte. Mach mal Stopp. Weil das war jetzt natürlich... Ja. Da war Julius raus. Mach mal Stopp wieder. Ja. So geht das ja nun nicht. So, ne? Willst du jetzt gehen? Okay, dann Julius jetzt wieder konzentrieren. Und los. Sehr fair von Elton hier, also dass man nicht ewig warten muss, die Spannung verliert. So, auf geht's. Drüber. So, macht er jetzt wieder so einen Zaubertreffer hier. 1, 2, 3. 1, 2. So, drüber. Aber wie gesagt, solange er da solche Dinge aus dem Ärmel zaubert, aus dem kurzen und immer solche Mehrfachtreffer macht, ist natürlich alles egal. Und wir haben es auch gesehen, mit richtig viel Schmackes mal gegen das Regal und da können auch mal 2 wegfliegen. Und wenn dann Fabian gleich kommt, vielleicht für alle, die vielleicht tatsächlich, da haben wir es gerade gesehen, ne? Wirkungstreffer auf beiden Seiten, wenn Fabian wieder kommt, dann werden die Bälle wieder richtig fliegen. Julius Brink konzentriert sich mehr auf das Zielwasser. Und probiert sie so zu treffen. Wir sind jetzt bei 15 Sekunden in diesem Augenblick, damit er auch mal ein bisschen ein Gefühl hat, was noch weg muss. Und da steht natürlich eine ganze Menge rum. Also da fehlt ihm so ein bisschen dieser eine Treffer von vorhin, wo mal 5 Dinger weg waren. Ganz wichtig jetzt noch einmal. Hier einen vielleicht noch. So. 6 stehen. So, nach 5 Sekunden, soweit ich aufgepasst habe, war der erste Becher unten. Falls es zu einem Gleichstand kommt. So. Und Fabian wird gleich wieder an den Bällen seine Wut über das Sandkastenspiel rauslassen. Kann ich mir vorstellen.
So sah es zumindest vorhin aus. Okay, du bist bereit. Ich hoffe, die Maschine auch. Dann kann es losgehen. Da kommt er. Zack. Und jetzt geht's wieder los. Jawohl. Bums, einer. Was für ein Treffer. Den Becher oder manche der Bälle werden wir nie wiederfinden. Zwei, drei, vier. Zack, aber es steht natürlich noch eine ganze Menge da. Aber wir haben noch jede Menge Zeit auf der Uhr. Genau jetzt sind es noch 40 Sekunden. Jetzt macht er die Einzeltreffer hier. Sechs standen also noch bei Julius. Ja, Regaltreffer führt auch zum Erfolg. Acht sind noch da. Jetzt sind es die sechs. Jetzt brauchen wir noch einen Treffer. Jawohl. Da ist er und damit gut. Durchgang gewonnen. Fabian fängt an. Du bist wieder klar. Ja. Maschine, los. So, die eigentliche Maschine steht hinter der Platte. Das werden wir gleich sehen. Denn Fabian haut hier richtig drauf. Und der weiß natürlich auch, dass es eben solche Wirkungstreffer hier gibt, wo man eben gleich mal mehrere abräumen kann. Und auch am Brett hilft es manchmal. Zack, ist nur einzelne. Und das war wieder ein richtiger. Also da wackelt richtig diese Haltevorrichtung. So, oh, das war gerade gar kein Erfolg. 2, 4, 6, 8 sind das in diesem Augenblick noch. Wir nähern uns der 30-Sekunden-Marke. Das ist genau jetzt erreicht. Und jetzt haut er wieder richtig einen raus hier. 5 sind noch oben drauf. Julius guckt sich das alles an, hofft dann auch, vielleicht nicht mit ganz so viel Effet, aber mit ein bisschen mehr Zielwasser hier erfolgreicher zu sein dieses Mal. Denn 10 ist schon ganz schön fett. Und 10 Sekunden stehen genau jetzt noch auf der Uhr. 4 Becher, 3 Becher. Vorhin war es ja schon mal nur ein einziger. Elton schaut genau hin, ob alles seine Richtigkeit hat. Den kann er noch nehmen. Nee. Der war noch im Signal. 3 bleiben noch stehen. Schwer wird das. So, wird wieder aufgebaut. Das habe ich am Anfang gar nicht aufgepasst, wie schnell, aber der Ron weiß es bestimmt, der erste Becher gefallen ist. Dafür haben wir den Keller. Nach 4 Sekunden kann ich dir aber schon mal sagen. 4 Sekunden, okay. So, Julius. Ja. Maschine, los. Aber ich sag mal so, erstmal 12 Becherlein treffen. So, bei Julius sagt die Maschine immer, ich lasse mir ein bisschen mehr Zeit. Ist aber alles noch in Ordnung, noch in unserer ungeschriebenen Toleranzgrenze. So, und wir sehen schon, nicht ganz so eine hohe Geschwindigkeit, bisschen größere Streuung, aber manchmal eben auch magische Tischtennisbälle, die ganz viel Becher abräumen. Und darauf muss er jetzt auch allmählich setzen, während noch 40 Sekunden drauf sind. Und da geht's schon wieder los. 3 auf einen Streich. Wenn ich das richtig gesehen habe, jawohl, die Grafik bestätigt es. So, jetzt könnte mal wieder ein Treffer kommen. Also ein Becher würde seinem Spiel gut tun. Ja, zweimal dort gegen und es will einfach keiner runterfallen. Aber meist war es ja so, dass es dann so richtig losging, wobei ihm jetzt auch gleich die Zeit ausgehen wird. Denn wir sind jeden Moment schon bei 10 Sekunden und das ist jetzt der Fall. Und der muss jetzt noch ganz viele Becher treffen. Ganz, ganz viele. Eigentlich kaum noch zu schaffen. Nur mit Riesenglück. Und das war nichts. Ja. Aber du legst jetzt vor. Vielleicht kommst du jetzt wieder rein. Dritter Durchgang war das jetzt für Fabian. Einen muss er noch. Oh. Ist okay? Start. So, Fabian hat den Druck aufgebaut durch seine Spielweise, durch die Führung in der Show. Julius, es geht um 100.000 Euro, der braucht jetzt mal Punkte und der braucht jetzt vielleicht auch ein bisschen Glück hier. Und es sind jetzt noch 40 Sekunden, genau in diesem Augenblick. Ja, Treffer. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jetzt hat er das Glück des Tüchtigen.
Und 6, nein, ich korrigiere mich, 5 stehen in diesem Augenblick noch da. Also wir können erkennen, dass beide tatsächlich schon Tischtennis gespielt haben. Bei Fabian der komplette Drall drin, ein bisschen mehr Körper hinter dem Schläger. Aber Julius, der versucht einfach besser zu treffen dieses Mal. Und mit 11 ist er richtig gut dabei. Vielleicht geht noch was. Die letzten Sekunden, 5 Sekunden. Kommt noch einer vielleicht? Einer? Nee, bleibt bei 11, aber trotzdem stark. Erster Treffer übrigens nach 6 Sekunden. Also durch den Fall eines Gleichstandes merken wir uns das. Okay, die Becher stehen. Du bist bereit. Start. So, die Maschine ist aktiviert und los geht's. So, und damit ist er schon früher, aber der will jetzt natürlich mehr als 11 machen. Und es sieht ein bisschen so aus, als wenn er sie nicht nur runterholen, sondern als wenn er die Becher auch zerstören will. Zack, wieder 2. 6 stehen noch da, es stehen noch 5 da. In diesem Augenblick, zack, da stehen noch 3 und er feiert schon. Es ist einer mehr, jawohl, Fabian Hambüchen. Come on! Mann. Ich habe ein bisschen das Gefühl, du magst Becher nicht so gerne. So wie du die da abgeschossen hast. Beim Bierpong willst du die eigentlich auch nie kriegen, nur treffen. Ja, und du hast ja auch gesagt, eben, wenn man ordentlich raufhaut und das Gestänge da trifft, fährt ja auch was runter. So, wenn Sie übrigens auch mal Schlaginstall zu Hause spielen wollen, gar kein Problem, da gibt es tolle Sachen. Zum Beispiel für die Switch, für den PC, für die PlayStation, aber auch für die Xbox. Schlaginstall, das zweite Spiel. Kann ich nur empfehlen, macht auf jeden Fall Spaß. Und auch für zu Hause gibt es das im App Store oder, fang an zu laufen hier, da. Im App Store oder bei Google Play Store kann man auch, wenn man am gleichen WLAN ist, gegeneinander spielen. So, hier, da. Schlaginstall, das zweite Spiel. Kann man ruhig mal machen. Wir gucken uns jetzt den Punktestand an vor dem nächsten Spiel. Und zwar jetzt 49 zu 17 für Fabian Hambüchen.